So, wir machen jetzt gerade mal noch einen Kameratest an Land. Das ist ein Wunder, meine ich, weil sonst haben wir mehr oben wie... Sonst haben wir so viel Himmel, oder? Yeah. Ja, das kann sein. So ungefähr. Ich habe halt gedacht, dass die Köpfe noch drauf sind. Ja, yeah, die Köpfe schlecht. Sind auf jeden Fall drauf. Gut, dann passt's ja. So, nehme ich mal noch mein Paddel. Gut, wir haben es geschafft, wir sitzen im Boot. Ob die Aktion jetzt aufgenommen ist, bis wir drin waren, weiß ich nicht. Hab's wieder nicht gesehen, was die Kamera gemacht hat. Ja, also jedenfalls sind wir jetzt hier am Walchensee. Schön umgeben von Bergen. Ja, wir können eigentlich lospaddeln. Ach, wir können fahren. Wir können fahren, ja. Wir können schon mal fahren. Oh. Ein wunderbarer Spätsommertag heute. 25 Grad. Oder wärmer, da haben wir gesagt, das nutzen wir mal heute noch aus für eine schöne Bootsfahrt. Haben wir schon lange mal vorgehabt, im Walchensee. Ja, welches Gipfelkreuz sieht man jetzt? Das ist diese Martinskopf oder wie das heißt, genau. Da oben sieht man dann die Bergstation von der, wie heißt die, Walchenseebahn, keine Ahnung. Herzogstandbahn. Genau, den Herzogstand sieht man von hier gar nicht, gell? Vielleicht sieht man von weiter hinten. Und dann, wenn man... Also der Herzogstand ist irgendwo hinterhalb von diesem kleinen felsigen Gipfel, den man da sieht. Das Häusle da oben, das müsste ja diese Bergstation sein, wo wir gewesen sind mit dem Fahrrad, oder? In der Mulde drin sieht man doch so ein Häusle. Da hinten kann man dann rüber wandern, so eine Gratwanderung bis zum Heimgarten. Und wie heißt der Ort? Gut, dann... Wir machen das jetzt wieder Rainer. Der weiß auch nicht, wo er ist und was er sieht, gell? Genau, die sollen es in Kommentare reinschreiben. Oder wir schauen halt daheim dann nach und können dann das hier einblenden. Hier ist ein Campingplatz. Und das heißt, wir sind jetzt momentan am südwestlichen Ende vom See, oder? Süden ist, glaube ich, da. Süden ist diese Richtung, müsste Süden sein. Norden, Westen. Also hier Westen hinter uns, ja? Sag ich doch. Gut, dann paddeln wir jetzt mal ein Stück. Da ist auch ein schöner Radweg da drüben. Das sieht jetzt hier nach einem Bootsausflug aus. In dem Hütle waren ja ein paar Boote drin und hier Kapelle. Ja, also hier kann man auf jeden Fall mit dem Auto hinfahren. Ist die Frage, ob man halt öffentlich parken darf. Und was heißt das hier? Hier darf man ein Boot fahren. Da vorne ist aber das kleine Segelboot. Da sind ja kleine Segelboote unterwegs. Sind wir aus dieser Bucht rausgefahren? Da ist es doch ganz windig und wellig. Ja, ja, wie am Meer fast kommen wir uns vor. Da hinten ist gerade einer mit dem Teich. Oder Gleitschirm, oder was ist das? Das ist schon ein Teich. Einmal zu diesem Herzen rein. Ja, zu der Insel auf jeden Fall. Die ist ja ziemlich gerade vor uns, oder? Oder wie groß ist das denn? Oder täuscht das immer so? Ich weiß nicht. Da ist nochmal so eine kleine Kapelle.
einer Neuheit. Wir waren gerade noch gar nicht am Südwestende. Das ist ja hier erst. Wir sind mehr von der Westseite eingestiegen. Da geht's. Ja. Da muss auch ein Abfluss geben, meine ich. Und dann nach Grün. Ach, du meinst Vorderriss? Ja, Vorderriss wird die Brücke fahren und dann Richtung Weichensee. Dann müsst ihr hier eigentlich so vorbeikommen. Von hier hinten? Von da? Nee. Nein, das kommt von da. Ach, ich kenne mich jetzt gar nicht mehr aus. Also ich brauche da einfach eine Karte und dann kann ich mich wieder orientieren. Okay, also da ganz hinten, da ist nur irgendwas. Ja, ich meine, da kann man, da kommt dann kein Aal rein. Das schaut aus, wie wenn da auch so ein Badestrand oder so wäre da vorne. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Häuschen da drüben ist. Hier haben wir jetzt ein kleines Ufer erreicht. Also das kann jetzt sein, dass ich auch die Stelle hier gemeint habe, wo man vielleicht einsteigen könnte. Irgendwas rauscht hier. Sind das die Autos? Ja, da kommt irgendwas rein. Wir sind immer nur auf der Suche nach dem Zufluss zum Walchensee. Wir haben einen Kanal gebaut. Und von wo? Von der Isar. Von der Isar hierher. Das kann sein. Also wir schauen uns das auf der Karte nochmal an und vollziehen das dann nach. Ja, das können wir machen. Und dann paddeln wir wieder zurück. Gut, und wir schauen dann nach, wie das hier heißt. Hier sind. Also jedenfalls haben wir festgestellt, der Walchensee muss einen Zufluss haben, weil sonst steht er irgendwann leer werden. Das geht ja nicht. Naja, die Geräusche, die man jetzt hört, sind jedenfalls die Motorräder und vielleicht die Autos. Also wir lesen das nach, was das ist. Doch, das da hinten könnte auch Strom. Die hat Luft raus. Ja, Gott sei Dank ist da bei uns beim Boot Luft rausgegangen. Hat jemand sein Board entlüftet? Okay. Ich habe schon gedacht, es zischt bei uns, ja. Puh, haben wir nochmal Glück gehabt. Gut, also wir werden nachschauen, ob das irgendwie ein Kraftwerk ist oder was es damit auf sich hat. Da drüben sieht man ja Stromleitungen. Hier sieht man jetzt keine, aber obwohl da ist schon irgendwas. Ja. Es schaut schon aus, als ob da irgendwo Wasser kommt, ja. Irgendwas ist hier. Meine Nase gibt mir recht. Deine Nase? Wie schaut die aus, deine Nase? Okay, keine Pinocchio-Nase. Irgendwas ist im Gange. Ja, das läuft da wahrscheinlich in dem Häusle da durch und irgendwo kommt es her. Ja, irgendwas ist hier und da sind da lauter so Luftbläschen. Man hört was rauschen. Schau mal, da sind lauter so Luftblasen, die von unten aussteigen. Da, schau her. Da, das schaut toll aus. Also interessant, ja. Schau mal, da hinten sieht man es. Da blubbert es rein. Die Enten gehen dahin, ja. Jetzt haben wir es gefunden, ja. Also das wird jetzt der Test, ob die Kamera wasserdicht ist. Fahr mal ein bisschen näher hin. Wasser rein. So viel haben wir jetzt schon mal gesehen. Und jetzt fahren wir wieder in diese Richtung.
Also, warum sind wir jetzt heute schlecht vorbereitet auf die Tour? Weil wir sie uns heute früh ganz kurzfristig überlegt haben. Und dann haben wir natürlich nicht mehr nachgelesen, was hier am Walchensee alles ist. Wir erkunden das jetzt einfach, lesen dann daheim nach und wen es interessiert, schreiben dann in die Beschreibung alles rein. Dann kann man das ja nachlesen. Ansonsten kann man einfach die Natur genießen. Weit wegfahren, gell? Ins Ausland. Bei uns ist es so schön. Ja, das ist aber schon fast schon wie auf dem Meer. Die Wellen, das ist ja Wahnsinn. Schätzt, wie viele Kilometer das sind? Kann man schwer sagen, gell? Da vor uns haben wir jetzt nochmal den Herzogstand. Der grüne Hügel im Vordergrund mit diesen Masten ist der Berg, wo die Bahn hochgeht, und dahinter dann kann so einen ganz kleinen Boller oben sehen. Das ist so ein Häusle. Das ist ein Herzogstand. Ein bisschen schief, aber es ist besser. Ich bin gespannt, ob das jetzt da durchgeht. Ist das eine komplette Insel ist oder eine Halbinsel? Hier ist es wieder ein bisschen ruhiger.
steuern jetzt auf das Nordufer zu und hoffen, dass wir da dann irgendwo einen Kaffee kriegen. Also ich denke schon, dass das der Abfluss zum Kochesee ist. Oder wo glaubst du, wo das ist? Hier vorne sieht es jetzt jedenfalls nach einem Café aus. Da ist ja wohl auch der Ruderbootverleih. Auf der Terrasse sehe ich jemanden. Ich glaube, ich sehe auf der Terrasse jemanden. Da kriegt man schon was. Ach so, ja. Wenn das nicht aufschreibt, dann muss man einfach markieren. Cool, ja. Also, schön, schön, danke, ja. Danke, ciao. Oh, jetzt ist es ja ganz glatt, das See, gell? Also jetzt haben wir schön das See. Ja. So, beim Bootsverleih hier haben wir freundlicherweise parken dürfen und haben da oben auf der Terrasse Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Und inzwischen hat sich der Wind scheinbar total gelegt. Ja? Der See ist jetzt ganz glatt und haben wir jetzt, glaube ich, eine recht entspannte Rückfahrt. Man vorher gar nicht so gesehen, diese Bergkulisse. Da waren die großen Berge hinter den kleinen versteckt. Ja, ja, weil wir näher dran waren, klar. Genau, wir fahren jetzt in diese Richtung um diesen Hang rum und dann nach rechts hinter. Ganz schnell die Sonne hinter dem Berg verschwinden. Ja, das ist bloß bei mir jetzt schon nah dran. Ja. Ich wäre lieber in der Sonne gefahren. Aber ich glaube, wenn wir da vorne jetzt dann um die Kurve rum sind, dann haben wir auch wieder Sonne, oder? Jetzt kommt die Sonne wieder drüber über den Berg. Machen wir es zum Zurückfahren noch ein bisschen schön. Da hinten, wo der grüne Hügel ist, sind wir ganz am Anfang rumgefahren. So, und irgendwo geradeaus vor uns müsste unser Ziel sein. Ganz gerade, da wo das große Haus ist, oder was? Aha. Gut. Ganz schön den Lärm von der Straße haben wir da jetzt. Wir fahren jetzt alle heim. Eine schöne Abendstimmung ist. Alles ruhig. Die Kiter sind alle längst heimgegangen, weil kein Wind mehr da ist. Die meisten Bootsfahrer sind auch schon weg. Wir sind wie immer die Letzten, oder? Kriegen wir noch mal Sonne zum Schluss. Wie der Ort heißt, wo die Bahn aufgeht. Da sieht man jedenfalls die Masten. Die Bahn hat schon Feierabend. Ein Surfer ist nur unterwegs. Da drüben, die gelben Boote, das sind wahrscheinlich Fischer. Die gehen erst raus, wenn die anderen daheim sind, damit sie ihre Ruhe haben.
haben ja Backbord, oder? Das ist gar kein Boot. Unsere Anlegestelle kommt schon in Sichtweite. Jetzt können wir so ein Suchspiel machen, wo unser Auto steht. Wir haben es tatsächlich gefunden. Da versteckt sich da einer hinterm Baum, oder? Wer? Der, der auf uns wartet. Ich glaube, ziemlich geradeaus ist es, oder? Genau, da ist die Bank. Und dann ist da jetzt unsere Anlegestelle. Bett ist schon gemacht, ja. So weit sind wir noch nicht. Gut. Da können wir aussteigen. Sehr schön. Mal die Paddel. Okay. Du musst es doch festhalten, wie du ins Wasser gehst.